Im Olympiastadion erwarten die Fans das letzte Saisonheimspiel ihrer Hertha gegen Leverkusen. Und auf dem roten Sand im Grunewald bereiten sich vier junge Damen vor für eine schweißtreibende Angelegenheit in der Berliner Frühlingssonne. Das Halbfinale der internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. ZDF Sport Extra ist wieder da. Auch heute am Samstag ein wunderbarer Tag, ein Frühlingstag, ein paar schöne Wetterwolken über der Anlage. Es kann nichts schiefgehen, was das Wetter betrifft, heute und auch morgen bei den internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland. Darüber freuen wir uns und wir freuen uns natürlich auch darüber, dass einige sehr bekannte Namen, aber auch eine junge Außenseiterin hier mit dabei sind im Halbfinale. Wir schauen aufs Tableau, was passiert ist im Viertelfinale, falls Sie das gestern nicht komplett verfolgt haben. Da sehen wir ganz oben zunächst die Weltranglistenerste. Martina Hingis hat sich revanchiert für ihre jüngste Niederlage gegen Arantxa Sánchez Vicario. Aber die Spanierin hat sie geärgert. Schauen Sie mal hin. Sie lag zurück 2:4 im zweiten Satz und dann innerhalb eines Spieles 3 Stoppbälle von dieser Art. Einfach unglaublich. Und die Reaktion von Martina Hingis, die da ja fast ein bisschen vorgeführt wurde, die fiel dann doch humorvoll aus. Nach dem dritten Mal, da nahm sie ihren Schläger, drehte ihn um und feuerte sozusagen symbolisch ein paar Schmetterbälle in Richtung Arantxa Sánchez Vicario. Weiter ging's im Viertelfinale. Amélie Mauresmo, ebenfalls sehr stark in diesem Jahr, gewann gegen die Vorjahresfinalistin Amanda Kuzer. Die Titelverteidigerin ist ebenfalls draußen. Conchita Martinez unterlag Jennifer Capriati. Und Miriam Schnitzer leider ausgeschieden, aber prima gespielt gegen Justine Hennin aus Belgien. Und mit diesem zweiten Halbfinale, das sich aus den beiden unteren Spielen ergeben hat, mit dem wollen wir anfangen. Das wird jetzt gleich beginnen, hier auf dem Center Court. Sie hören vielleicht schon an der Atmosphäre, dass es so langsam losgeht. Die Spielerinnen bereiten sich vor. Es ist also eine große Favoritin in diesem Jahr vor allem. Sie hat sehr viele Erfolge gefeiert, unter anderem bei den Australian Open. Und da hören wir gerade den Beifall für Jennifer Capriati. Sie also im Spiel gegen die Belgierin Justine Hennin. Die ist 18 Jahre alt und hat zumindest für Insider schon einige Erfolge aufzuweisen. Die wussten das schon länger. Vor 2 Jahren sorgte sie für Aufsehen bei den French Open, hat dort auch vor 4 Jahren den Juniorentitel gewonnen. Also eine sehr interessante Begegnung, auf die jetzt Martin Wolf für Sie vorausblickt. Justine Hennin, erfolgreich und bescheiden. Fast verlegen schleicht die 18-jährige Belgierin an Kameras vorbei. Doch sie wird sich gewöhnen müssen an erhöhte Aufmerksamkeit, an Pressetermine, an Autogrammstunden. Spätestens seit ihrem Sieg gegen die Weltranglistenzweite Venus Williams ist die hochtalentierte Spielerin auch den Tennisfans in Deutschland ein Begriff. Dicht gedrängt standen sie nach Hennins Viertelfinalsieg gegen Miriam Schnitzer um Autogramme an. Ein völlig hingerissener Asiate forderte sie gar auf, in seinem Reisepass zu unterschreiben. Immer wieder fassungslos zeigte sich gestern ihre Halbfinalgegnerin Jennifer Capriati. Marathonmatch gegen Conchita Martinez. Wohl die unangenehmste Gegnerin, auf die man im Sandplatztennis treffen kann. Doch Capriati im Bild oben behielt die Nerven. Stellte sich geduldig auf das quälende Spiel ihrer Gegnerin ein. Am Ende war die Spanierin entnervt. Das war ein echter Test für mich, gegen diese Spielweise auf Sand zu bestehen. Ich musste wirklich mein Bestes geben und vor allem sehr geduldig sein. All die Stops, Lobs und unterschnittenen Bälle. Ich bin glücklich über meine Leistung. Den Grundstein zu neuem Selbstbewusstsein hatte ihr Australian Open-Sieg Ende Januar gelegt. Der Erfolg gegen die Weltranglistenerste Martina Hingis brachte endgültige Gewissheit. Wenn ich nur wirklich will, kann ich alles schaffen. Dieses Jahr spiele ich viel besser. So weit oben stand ich noch nie. Das bringt Selbstvertrauen. Melbourne hat alles vergessen gemacht. Den Tennisfrust eines viel zu früh hochgejubelten Teenie-Stars, die Abkehr vom Sport, die Drogenaffäre. Hier stand sie nun mit der Trophäe und konnte es endlich genießen, im Blickpunkt der Öffentlichkeit zu stehen. Nur ihr Vater Stefano wirkt noch nicht ganz unbeschwert.
Artikel, die auf die Vergangenheit anspielen, will er am liebsten nie mehr sehen. Der Mann, der so gerne alles im Griff hat, hat genug von Texten und Bildern, die sich mit dem Drogenkonsum seiner damals 18-jährigen Tochter befassen. Ja, Stefano Capriati war richtig böse, aber zur Geschichte einer Tennisspielerin gehört nun mal die Vergangenheit, das ist ganz natürlich. Dennoch, er hat sich der Frage gestellt, den Fragen von Martin Wolf, ganz kurze Auszüge davon noch vor dem Spiel. Wissen Sie, als Kind fällt immer erstmal alles leicht. Dann aber als Teenager fangen die Probleme an. Da gibt es wie bei allen anderen Höhen und Tiefen. Und so hat auch sie etwas getan, wofür sie sich aber längst entschuldigt hat. Es ist verdammt schwer, so weit zu kommen, dahin zu kommen, wo sie jetzt ist. Nur Arbeit hilft da nicht, aber es ist eben auch harte Arbeit, immer wieder, stundenlang. Das wird einfach viel zu wenig gewürdigt. Stattdessen werden immer wieder die alten Teenager-Geschichten hervorgezerrt. Ja, selbst wenn sie damals Fehler gemacht hat, mein Gott, alle jungen Menschen machen so eine Phase durch. So ist das Leben. Aber sie hat doch nie jemandem geschadet. Es gibt so viel Gutes zu berichten über Jennifer. Da muss man doch nicht ständig immer nur das wenige Negative betonen. Wir werden nicht in den Wunden bohren, das sei versprochen, aber wir werden die Vergangenheit nicht ignorieren. Jetzt aber schauen wir in die Gegenwart und die heißt, Jennifer Capriati steht im Halbfinale gegen Justine Henin und das kann jetzt losgehen mit ihrem Reporter Hermann Oletz. Die Bildregie hat Klaus Buckelberg. Die Ladies German Open aus Berlin werden Ihnen präsentiert von ZDF und Eurocard. Man kann den Vater Stefano sicherlich verstehen, dass er nicht immer wieder in der Vergangenheit herumgewühlt sehen will. Erfreulich ist doch der Aspekt, dass Jennifer Capriati diese Krise überwunden hat und sich nun wieder ganz auf den Sport besinnen kann, der sie so weit nach vorne gebracht hat. Sie hat das Jahr an Weltranglisten Position 14 begonnen und sich ganz allmählich auf Nummer 4 nach vorne gearbeitet. Sie, die 25-Jährige, die in New York geboren wurde und die jetzt Aufschlag hat in diesem ersten Halbfinalspiele hier in Berlin. Favoritin Jennifer Capriati, die diesen Angriff sehr schön vorbereitet hat und mit diesem Volley-Stop beendet. Zu Null gewinnt Jennifer Capriati dieses Aufschlagspiel. Zum Schluss der Punktgewinn. Vielleicht ein Indikator dafür, dass ihre Gegnerin Justine Henin ziemlich ungeduldig beginnt. Sie sucht ja sehr, sehr schnell den Punkt. Geduld könnte das Stichwort für dieses Halbfinalspiel sein. Geduld, die Jennifer Capriati auszeichnet, hat sie gestern bewiesen bei ihrem Viertelfinale gegen Conchita Martinez. Nicht unbedingt die Tugend ihrer belgischen Gegnerin. Nervöser Beginn der Belgierin mit einem Doppelfehler. Dr. Richard von Weizsäcker, der ehemalige Bundespräsident, Besucher auf dieser wunderschönen Anlage, hat ja viele Spiele früher von Steffi Graf, der neunmaligen Siegerin hier in Berlin, verfolgen können. 15 beide, 15 noch.
17-Jährigen. Wieder beim letzten Ball, Vorhand, der Vorhand, das Tempo aus den Schlägen rausnahm. Sehr oft ein probates Mittel, den Rhythmus mal zu wechseln, der Gegnerin ein bisschen Zeit zu geben, nachzudenken. Das Resultat ist dann sehr häufig ein Fehler. Fehler mit der Rückhand von Justine Hannin. Die Rückhand, die sie ja selbst als ihren stärkeren Schlag bezeichnet. Etwas ins Kreuz gefallen. Sein Sensor an der Netzkante angebracht, der dem Schiedsrichter signalisiert, Netzberührung. Auf diese Art und Weise wird ein Netzrichter gespart. Dieser Punkt, wie vorhin der von Jennifer Capriati, wunderbar herausgespielt. Justine Hannin sieht die Gelegenheit und nutzt sie. Die Belgierin bei ihrem ersten Aufschlagspiel mit mehr Problemen konfrontiert als Jennifer Capriati, hier ihr Coach Carlos Rodriguez. Über Einstand musste sie gehen, um dieses Spiel zu gewinnen. Jennifer Capriati doch mit erheblichen körperlichen Vorteilen ist größer als die Belgierin, die aber dennoch über einen sehr guten, platzierten Aufschlag verfügt. Da muss der Schiedsrichter, da muss Jochen Knobel zum ersten Mal seinen Stuhl verlassen, um den Abdruck zu überprüfen. Die ausgestreckte Hand als Zeichen dafür, dass der Ball gut war. Schauen wir uns das mal in dieser animierten Fassung an. Da sieht es so aus, als habe der Ball die Linie nicht mehr berührt. Da war natürlich überhaupt nichts mehr zu machen. Direkt hinter dem Netz tropft der Ball auf den roten Sand von Berlin. Boah! Was für eine Rückhand!
verlagert wunderbar das Körpergewicht in den Ball hinein. Guter Winkel, unerreichbar für Justine Lennart. Die Belgierin kann mit den Grundschlägen sehr gut mithalten. Bei diesem Ballwechsel waren zwei sehr knappe dabei. Bälle, die ganz knapp noch vor oder auf der Linie landeten. Doch etwas umstrittener, umkämpfter, dieses Aufschlagspiel von Jennifer Capriati, die im Übrigen zum ersten Mal gegen ihre belgische Gegnerin antritt. Justine Hennard ist ja noch nicht so lange im Circuit dabei. Die springlebendige 18-jährige junge Dame. Am 1.6. also in Belde wird sie 19 Jahre alt, in Lüttich geboren und hat in diesem Jahr auch einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht. Als Nummer 45 hat sie das Jahr begonnen, jetzt bereits Nummer 18, 97 Siegerin in Roland-Garros beim Juniorenturnier. 99 konnte sie ihren ersten Erfolg auf der Tour feiern und dies gleich bei ihrem ersten Turnier, bei ihrem ersten WTA-Turnier. Nur vier weiteren Spielerinnen war das zuvor gelungen, unter anderem Tracy Austin, die ja auch ähnlich wie Jennifer Capriati als eine der früh verheizten Tenniskinder gilt. Das ist schon erstaunlich, wie die 18-Jährige variiert. Nimmt öfter das Tempo aus den Bällen, um dann gleich wieder viel Druck auszuüben. Druck, dem Jennifer Capriati in diesem Fall nicht standhalten konnte.
15 und 15 landen. Fällt auf, dass beide gegen den zweiten Aufschlag mit starken Schlägen retournieren wollen. Beide allerdings noch nicht besonders erfolgreich. Starker erster Aufschlag der Amerikanerin. 40-0-14. Ohne Probleme beim Aufschlaggewinn. 3:2 Führung für Jennifer Capriati. Capriati führt 3:2. 3:2. Wenn Capellari eine Reise tut. Polizei! Was soll das? Dann geht das selten wirklich gut. Ich suche den Mörder von Anka. Er zieht's Verbrechen magisch an. Da ist nichts. Und tut dann selber, was er kann. Für heute reicht mir Detektivspiel. Die Verbrechen des Professor Capellari um 20.15 Uhr im ZDF. Und wir schauen uns nochmal die Szene an, die das Publikum zum Lachen verursacht hat. Ball im Aus, wird reingeworfen, trifft einen Balljungen. Time. Jennifer Capriati, für die das Jahr ja ähnlich erfolgreich begonnen hat wie für Justine Henin. Justine Henin, gleich zu Beginn in Queensland Siegerin und beim darauffolgenden Turnier Canberra erneut erfolgreich. Könnte es sein, dass Jennifer Capriati gleich mit dem Return den Punkt wieder versucht? 0:30, Love 30. Zweiter Aufschläge jetzt im Spiel von Justine Henin. Das könnte zur Gefahr werden. Und er schafft die Amerikanerin ihre ersten Breakpunkte. 3 sind es gleich in Folge. Der Weg für die schnellen Beine von Justine Henin nicht so weit, aber sie erreicht den Ball halt gerade mit Mühe und Not und kann ihn nicht mehr kontrollieren. Spiel Capriati. Entschlossen packt da Jennifer Capriati die Chance beim Schopf. Erstes Break, 4:2 Führung für die Nummer 4 der Weltrangliste. Sehr tiefer Aufschlag auf die Linie. Vater Stefano, der emigrierte von Mailand, als Jennifer 5 Jahre alt war.
30, 15, 30, 15. Nach 7 Punkten hintereinander, Doppelfehler, der erste von Jennifer Capriati. 30 Beine, 30 Euro. Wieder diese wunderbare Rückhand der Amerikanerin, die wir ja vorhin schon mal genießen konnten in ähnlicher Form. Gabrielli führt 5-2. Wackelt nicht, weicht nicht, erhöht auf 5-2 nach gewonnenem Break. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass Jennifer Capriati beim Return nun ihr Ziel mehr und mehr findet, während Justine Anna mit diesem Schlag noch ein bisschen zu kämpfen hat. Vor allen Dingen beim zweiten Aufschlag der Amerikanerin, da macht sie entweder Fehler oder die Bälle kommen nicht so ins Feld, wie sie das wünscht. Vielleicht Ursache dafür, dass die Bespannung nicht so ganz ihren Vorstellungen entspricht. Offenbar ist sie jetzt gewillt, einen anderen Schläger in die Hand zu nehmen. Time. Wie an allen Tagen hier in Berlin, wunderbare äußere Bedingungen. Beste Voraussetzung, gutes Tennis zu bieten. Der Return schafft die Voraussetzung für den Punktgewinn für Jennifer Capriati. Aber wie Sie sich selbst hier überzeugen können, der Ball war deutlich im Aus. Keine Frage. Bereits der dritte Doppelfehler von Justine Anna. Beifall für beide, möchte ich meinen.
Begeisternd, wie sich da Justine Henin zunächst aus dieser prekären Situation herausgezaubert hat. Dann der zu lang geratene Stopp, der dann den Punktgewinn schließlich vorbereitete. Satzball für Jennifer Capriati. Sehr viele zweite Aufschläge im Spiel der Belgierin, zu viele. Müsste ihre Quote erhöhen, deutlich erhöhen, um hier bestehen zu können. Knapp neben der Linie. Da hat Justine Henin den Ball wohl leicht mit dem Rahmen nur getroffen. Das bisher längste Spiel in diesem Halbfinale. Und wieder muss der zweite Aufschlag her. Ball Nummer 2 für Jennifer Capriati. Damit endet überraschend schnell dieser erste Satz. 6:2 geht er an Jennifer Capriati. Blondtag. Ralf Morgensterns etwas andere Rückschau auf die Tops und Flops der Woche. In seiner Lounge der wilden Weiber Hella von Sinnen. Britta von Lojewski. Mareike Amado. Und Kim Fischer. Und wie es der Zufall so will, sie sind alle blond. Denn die Wahrheit ist weiblich. Blond am Sonntag. Morgen um 22.15 Uhr im ZDF.
Statistik des ersten Satzes, ganz oben die Zahl, die ist schon ein bisschen aussagekräftig. 85% die Quote im Aufschlag von Jennifer Capriati bei nur 61% von Justine Henin. Vermeidbare Fehler auch deutlich zu Ungunsten der Belgierin, die wie gesagt vor allen Dingen beim zweiten Aufschlag der Amerikanerin einfach das Feld zu selten findet. Ich weiß nicht, inwieweit die beiden Halbfinalistinnen Zeit hatten, sich ein bisschen Berlin anzugucken. Wunderbare Hubschrauberaufnahmen der Metropole mit viel Grün. Da unter uns der Stern der Straße des 17. Juni, die zum Brandenburger Tor führt. Berlin ja mehr und mehr eine Reise wert. Beginn des zweiten Satzes mit Aufschlag Jennifer Capriati. Wie selbstverständlich beherrscht sie den Platz, das Spiel, die Amerikanerin wird ihrer Favoritenrolle noch gerecht. Sehr guter erster Aufschlag. Mit dem ans Netz vor. Über Kopfball, so einfach kann Tennis manchmal sein. Und dann wieder so schwer. Thank you.
15. Quasi wieder mal die viel bewunderte Rückhand von Christine Männer. 30, 40. Schnitzer, ihre gestrige deutsche Gegnerin im Viertelfinale, kann von diesem Schlag auch ein Lied singen. Belgierin, der es gelingt, nach erfolgreichem Break den eigenen Aufschlag durchzubringen. Der eigene Aufschlag, der sie ja im ersten Satz das ein oder andere Mal verlassen hat. Jennifer Capriati werden. Nochmal kritisch die Marke. Weiter geht's bei 30-15. Ausgesprochen häufig, dass die Belgierin den Ball nicht mit dem Herz, sondern mit dem Rahmen trifft. Führt 2-1, 2-1. Jennifer Capriati, bereits erwähnt, konnte ja in diesem Jahr
ihren größten Erfolg überhaupt feiern, als sie bei den Australian Open, dem ersten Grand Slam Turnier, siegen konnte. Die Amerikanerin, die vor allen Dingen im physischen Bereich an ihrer Fitness gearbeitet hat, ist so nach und nach die Erkenntnis gewachsen, dass das im modernen Tennis unbedingt dazugehört. Bei den Australian Open, da hat sie bewiesen, wie stark sie sich gerade, was diesen Aspekt des Spiels angeht, verbessern konnte. Im Viertelfinale lag sie gegen Monica Seles 5-7, 2-4 zurück, gewann daraufhin 8 Spiele in Folge, präsentierte sich in einer blendenden körperlichen Verfassung, gewann dieses Viertelfinalspiel dann schließlich im dritten Satz mit 6-3. Dann hatte sie es mit der Nummer 2 der Weltrangliste, Lindsay Davenport, zu tun. Und im Finale dann schließlich gegen die Nummer 1, gegen Martina Hingis. Hat also in Folge die Nummer 4, 2 und 1 der WTA-Weltrangliste schlagen können. Spielübersicht von Justine Henner. Sieht, dass da Jennifer Capriati an der Grundlinie klebt. Der Stopp. Risikovoller Schlag. Unerreichbar für die Amerikanerin. Auch hier wird wieder mal deutlich, dass die Vorhand in der Tat der schwächere Schlag der Belgierin ist. Kann vor allen Dingen mit der Vorhand nicht diese Winkel spielen wie mit der Rückhand. Kam ihr Jennifer Capriati mit diesem Fehler entgegen, sonst hätte es wieder brenzlig werden können. Spät kam der Ausruf, aber wohl zu Recht. Jochen Knobel schaut sich das nochmal genauer an. So ein Stück im Aus. Also korrekt der Ruf des Linienrichters. Und auch das bestätigt die Richtigkeit. 40-30. Reingerutscht in diesen Versuch, ihrerseits nun einen Stopp übers Netz zu bringen. Oh!
030. Love, 30. Für Justine Hannah. Glück gehabt. Wieder hat sie den Ball nicht richtig getroffen. Ausgangslage für den Punktgewinn war nicht schlecht für Justine Hannah. Ärgert sich natürlich über diesen Punktverlust. Aber hier bleibt noch eine Breakchance. Einstand, Deuce. Entschlossen genug hier. Die Belgierin. Der Vorhandvolley kommt nicht tief genug ins Feld von Jennifer Capriati, die kontern kann. So schnell kann das gehen. Nach 0:40 doch noch das Spiel aus dem Feuer gerissen. Jennifer Capriati bleibt dran. Ena führt 3-2. Das ZDF Sportstudio mit der Meisterfrage. Schalke, Bayern oder doch ein ganz anderer? Fragen an zwei Meisterkandidaten. Michael Büskens Schalke und Thomas Linke Bayern. Heißt der nächste Absteiger Frankfurt oder gibt's wieder eine Rettung in letzter Sekunde? Der Endspurt in der Bundesliga um 22 Uhr im ZDF. Die Amerikanerin, für ihre belgische Gegnerin sicherlich bekannter als umgekehrt, hat sich mal kurz einen Blick auf ihre heutige Halbfinalgegnerin geleistet, bei deren Begegnung gegen Venus Williams, der Riesenüberraschung des Turniers, konnte Justine Hannah aber nicht so richtig einschätzen. Ihr war lediglich zu entlocken, dass sie es sicherlich mit einer harten, unbequemen Gegnerin zu tun haben wird. Und dieser zweite Satz bei 3-2 für die nun aufschlägende Justine Hannah ist Beweis für diese Tatsache. Love,
aus. Und damit achter verlorener Punkt hintereinander für die Belgierin. Drei Breakchancen jetzt für Jennifer Capriati. Und die nutzt sie. Im Gegensatz zu ihrer Gegnerin, die sich mit Sicherheit über das vorangegangene Spiel, als sie ja ihrerseits drei Breakmöglichkeiten hatte, sie nicht nutzen konnte, ärgert nach wie vor. 3-3. Zu stürmisch, zu sehr aus dem Bauch raus agierend. Jetzt Justine Henin. Die Mühe hat, ihre Gedanken zu sammeln. Zum vierten Mal eigentlich sehen wir so einen Rahmenball. Belgierin hat natürlich auch einen extremen Schlägergriff. Und wieder gibt Jennifer Capriati Justine Henin eine Chance. Beim zweiten Aufschlag die Möglichkeit größer natürlich. Diesmal hat sie geduldig den Punkt herausgespielt, landet erneut einen Break und geht mit 4-3 in Führung. Spiel bleibt spannend. Laureus, die besten Sportler der Welt. Ein Preis initiiert von Mercedes-Benz und Cartier. Tauchen Sie ein in die Welt der Stars und Spitzensportler. Aus Monte Carlo präsentiert Thomas Gottschalk die Verleihung des Oscars des Sports. Mit Naomi Campbell, Michael Schumacher. Mit dabei Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas. Mit Boris Becker, Heidi Klum und vielen anderen. Laureus, die besten Sportler der Welt, am 27. Mai um 22 Uhr im ZDF. Der Kudamm und die Gedächtniskirche, immer wieder Hauptattraktion für Berlin-Besucher. An diesem wunderschönen Wochenende hier in der Metropole. Schattenspiele auf dem Center Court. Und da verschwindet die Sonne. Sicherlich ist das den beiden Kontrahenten da unten auf dem roten Belag nicht unrecht. Aufschlag Henin. Oh! 15-15. Oh!
10 Beine. 15 Uhr. Bäckerin lässt sich jetzt sehr viel Zeit, bevor sie den Aufschlag ins Spiel bringt. Nach jedem Punktgewinn jetzt die geballte Faust von Justine Na. Sehr spannende, weil auch entscheidende Phase des Matches. Mit dem Aufschlag auf die Rückhandseite von Jennifer Capriati, die Amerikanerin, aus dem Feld getrieben. Da ist dann deren Vorhandseite offen. Keine Länge in die Vorhandschläge, Justine, ne? Und Jennifer Capriati spielt munter auf diese Seite. Tja. Sind die Fehler zur Zeit zumindest beinahe automatisch ein. Vorteil, Capriati. Sammelt sich jetzt sehr lange. Sicherlich richtig, was die Belgierin da tut. Da dürfte sich die Belgierin befreit fühlen, dass ihr da endlich mal ein längerer Vorhandschlag gelang, der wiederum die Voraussetzung war für diesen Stopp. Und Spielball nach Abwehr von zwei Breakmöglichkeiten.
Tschüss. Ja. Zwei richtig gute Vorhände in Folge. Vorteile innen. An diesem Schlag hat ja das Spiel der Belgierin in der jüngeren Vergangenheit besonders gekrankt. Die Spannung ist jetzt fast mit den Händen zu greifen. Jeder Punkt sehr wichtig. Für beide. Gibt es eine Verlängerung durch den dritten Satz? Oder kann sich Jennifer Capriati in zwei Sätzen durchsetzen? Zum dritten Mal hat Jennifer Capriati diese Chance jetzt, einmal Windweg zu landen und damit wieder alles offen zu gestalten in diesem zweiten Satz. Also, nach diesem längsten Spiel des gesamten Matches. Jennifer Capriati wird jetzt gleich in den Genuss neuer Bälle kommen. Bei eigenem Aufschlag. Viermal Vorgänger. Eins zu drei hatte sie zurückgelegen.
Christine Nenner wohl das Herz stehen. So knapp fand dieser Weg den Ball übers Netz. Mit leichter Netzberührung. Ja, Jennifer Capriati, Christine Nahr, wunderbar. Von rechts nach links nach rechts geschickt. Dennoch macht die Belgierin den Punkt. Deutlich eine Phase der Breakbälle. Die letzten drei Spiele wurden durch Aufschlagverlust gekennzeichnet. Und ach, das war dann zu schwer. Ich würde schon sagen, hat Christine Nahr erneut Glück. Der Ball nur unwesentlich abgelenkt von der Netzkante, sodass Jennifer Capriati noch rankam und den Ball auch setzen platzieren konnte. Aus. Vierter Aufschlagverlust in Folge. Und Christine Nahr kann wieder Hoffnung schöpfen. Europäischer Fußballgipfel im Dortmunder Westfalenstadion. Das UEFA Cup Finale. Der FC Liverpool trifft auf die spanische Überraschungsmannschaft Deportivo Alaves. ZDF Sport Extra berichtet live von einem mit Sicherheit heiß umkämpften Finale. Am Mittwoch ab 20.15 Uhr. Christine Nahr wird meist bei den Turnieren von ihrem Vater begleitet. Mutter ist verstorben, hat zwei ältere Brüder, eine Schwester. Die Familie schaut sich ihre Spiele hier in Berlin zurzeit in Belgien vor dem Fernsehschirm an, aber nicht etwa im belgischen Fernsehen, sondern im ZDF, wie sie uns mitgeteilt hat. Sicherlich eine Bereicherung auf dem Circuit, die 18-Jährige. Belgien ja mittlerweile fast eine Tennisnation geworden. Leider ist Kim Kleisters, die aus dem flämischen Teil unseres Nachbarlandes kommt, bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Kim Kleisters, die ja noch etwas stärker eingestuft wird als Christine Nahr. Aufschlag, Anna. Jennifer Capriati hat sich da einen neuen Schläger besorgt, weil nach diesem Schlag eine Seite gerissen war. Deshalb diese kleine Verzögerung. 30 Sekunden, 30 Sekunden.
kurz trocken. Unaufwendig scheint die Vorhand von Capriati. Allee! So der Ausruf von Justine Nain, nachdem sie sich zwei Satzbälle besorgt hat. Die 18-jährige Justine Nain. Was war das für ein Satz zwischen Hoffen und Bangen, vor allen Dingen für Sie, wenn wir uns die Situation beim 3:1 vergegenwärtigen, als Jennifer Capriati Aufschlag hatte. 0:40, also 3 Breakpunkte für die Belgierin und die sie dann nicht nutzen konnte. Das hat sie aber dann letztlich doch nicht aus der Bahn geworfen, dieses Rebreak, dieser Aufschlaggewinn der Amerikanerin. Kann sich durchsetzen. Wir werden also eine, ich hoffe in ihrem Sinne zu sprechen, eine willkommene Verlängerung in diesem Halbfinale erleben zwischen Justine Nain und Jennifer Capriati. Hier haben wir den Hundekehlesee, an dem diese traumhafte Anlage von LTTC Rot-Weiß Berlin liegt. Rechts der Center Court, der 7000 Zuschauern Platz bietet. Im Vordergrund der erweiterte zweite Platz, auf dem 3000 Zuschauer etwa Platz haben. Der Schlägerverschleiß ist mittlerweile noch größer geworden auf dem Center Court. Jennifer Capriati hatte da mal kurz den Platz verlassen. Sie muss während dieser Tage hier in Berlin nun zum dritten Mal in den dritten Satz in ihren 3 Spielen. Das war gegen Jelena Dukic aus Jugoslawien in der zweiten Runde der Fall. Genauso wie gestern gegen Conchita Martinez. Spielerinnen sind bereit, liebe Zuschauer. Vielen Dank. Sprang der Ball, unerreichbar für Justine Nain. Da sehe ich was. Das ist auch eine ganz andere Vorhand, als wir sie vorhin noch erleben durften. 30 Beine, 30.
und die Rückhand von gewohnt starker Qualität. Schnelles in diesem dritten und entscheidenden Satz. Früher wäre man sicherlich geneigt gewesen, reicht die Kraft von Jennifer Capriati, um diesen dritten Satz zu überstehen. Heute ist das, nachdem sie physisch sehr viel stärker geworden ist, sicherlich keine Frage mehr. Amerikanerin. Aber der Ball war deutlich sichtbar im Aus. Ärgerlicher Fehler. Voraussetzung für den Punktgewinn. Die waren sehr, sehr gut. Bestimmt hat, wie der Coach von Justine Henner. Wunderbar ausgesetzt. 10:30, 15. Aus dem Lauf raus. Der Justine Henner den Spielball zum 1 beide beschert. Thank you.
wieder die Faust von Christina, ja? Ich habe das Gefühl, dass sie bei jedem Voranschlag zittert. Zu oft hat sie sie mit dem Rahmen getroffen. Und die segelte dann ins Aus. Ja, Korrektur von Jochen Knobel. Vorteil Ihnen. Jennifer Capriati ging da, wie es schien, in Anerkennung der Entscheidung auf die andere Seite. Aber jetzt protestiert sie doch. Lässt sich da nochmal überzeugen, wollte ich gerade sagen. Aber sie ist überhaupt nicht überzeugt. Aber Sie zu Hause sind durch diese Einstellung, die wir Ihnen eben bieten konnten, sicherlich davon Kenntnis gesetzt, dass der Ball tatsächlich gut war. Mit gesenktem Kopf sind Sie da immer noch in der Platzmitte. Man hat das Urteil immer noch nicht akzeptiert. Zweiter Aufschlag. Spiel in Ihnen. Immer noch. Zippelt. Jennifer Capriati den Kopf. 1-2-1 geben. Vielleicht hat sie auch erwartet, dass der Ballwechsel wiederholt würde, da sie durch den Ausruf gestört worden war. Mag sein. 15:15. Die Nummer 1 der Weltrangliste schaut sich mal ihre eventuelle Finalgegnerin an, aber Martina Hingis muss ja erst später ran, in ihrem Halbfinale gegen Amelie Mauresmo. Come on. Anfeuerung und zugleich sicherlich auch
noch ein kleiner Wutausbruch nach dieser Fehlentscheidung des deutschen Schiedsrichters auf dem Stuhl. Sei es drum, 2:1 Führung für die Weltranglisten-Vierte. Von Aufschlag zu Aufschlag. Von Spiel zu Spiel. Von Satz zu Satz. Tennis im ZDF Sport Extra. So, allmählich hat sich Jennifer Capriati jetzt wohl doch beruhigt. Eben noch war sie weiterhin in einer heftigen Diskussion mit dem Schiedsrichter begriffen. Ich kann die Worte leider nicht verstehen, aber wenn man die Heftigkeit in ihrem Gesichtsausdruck interpretieren mag, dann fielen da doch ziemlich deutliche Worte. So zur Einführung für die Amerikanerin in diesem dritten entscheidenden Satz. Zeit für die Pause ist verstrichen. Pause von beiden, die in voller Länge genutzt wird. Da wir mittlerweile fast 90 Minuten hinter uns haben. 90 Minuten von zum Teil hochklassigem Damentennis. Stopp hier allerdings nicht besonders gelungen. Nach dem Motto, was du kannst, kann ich schon lange, jetzt also auch 40:0 für die Belgierin. Ja, der war knapp. Doppelfehler Nummer 6. Bei dem Spielstand kann man sich den eventuell leisten. Ja, jetzt wieder knapper. Justine Anna. Ausgerutscht hat sich hoffentlich nichts getan. Ja, hinkt. Was sich in den Knöchel des
rechten Fußes. Das wäre natürlich jammerschade. Wenn sie sich da ernsthaft das zugezogen haben sollte. Oh, da kann ich gar nicht hinschauen. Erinnert mich total an eine Situation, die auch Michael Stich in Wien erleiden musste. Das sah, weiß Gott, nicht gut aus für Justine Hannard. Sofort ist die Physiotherapeutin der WTA bei ihr. Hoffentlich ist da nichts Gravierenderes passiert. Wäre jammerschade, wenn dieses Halbfinale so enden würde. Für alle, die diese Bilder auch nicht sehen können, jetzt schon mal der Hinweis, dass es nicht besonders schön anzuschauen ist. Ich muss da immer weggucken. Erstaunlich, wie wenig Justine Hannard auf diese Situation reagiert. Vielleicht ist sie sich gar nicht bewusst darüber, was da ihr widerfahren ist. Solchen Situationen, da werden die Bänder ja sehr leicht gedehnt, wenn nicht gar gerissen, die Kapsel in Mitleidenschaft gezogen. Auch keine leichte Situation für Jennifer Capriati. Das wünscht man natürlich der Gegnerin nicht. Zumindest schon mal positiv, dass Justine Hannard da nicht mit schmerzverzerrtem Gesicht auf der Bank sitzt. Ist das alles mit fast... Jetzt die Bilder doch ein bisschen anders. Fast stoischer Ruhe, wollte ich sagen, über sich ergehen. Die betroffene Stelle wird jetzt vereist. Liebe Zuschauer, Justine Hannard erhält... Sofort eine Behandlungspause. Jetzt beginnt die Zeit zu laufen für die dreiminütige Verletzungspause. Die den Spielerinnen gewährt wird. Es wäre wirklich zu wünschen, dass Justine Hannard im Vollbesitz ihrer Kräfte, soweit das überhaupt möglich ist, weiterspielen kann. Auch Jennifer, oh, ja, da hat es doch wehgetan. Auch Jennifer Capriati wird sich sicherlich wünschen, dass ihre Halbfinalgegnerin wieder schmerzfrei aufstehen kann, wieder laufen kann und dieses Halbfinale ein sportliches Ende findet. Ich kann allerdings kaum vorstellen, bei diesen Bildern sollte Justine Hannard weiterspielen können. Diese Aussage wird hier jetzt bestätigt, dass dies ohne Beeinträchtigung geschieht. Jahren im Übrigen zum ersten Mal wieder hier in Berlin, Jennifer Capriati. Damals 1993.
Da verlor sie im Halbfinale gegen Arantxa Sánchez Vicario. Ein Jahr später wieder Halbfinale gegen Steffi Graf, aber das ist jetzt alles nicht so wichtig. Wie die Hoffnung, dass Justine Henin einigermaßen im Besitz ihrer Kräfte weiterspielen kann. Tapeverband, hoffentlich passt da der Schuh überhaupt noch drüber. Justine Henin war schon einige Male verletzt. Im letzten Jahr zum Beispiel Verletzungspause vom Februar bis in den Juni hinein, weil ihr der rechte Ellbogen wehtat, die Dienste versagte. Und dies in ihrer noch sehr jungen Karriere. 99 hat sie auf der WTA-Tour begonnen und gleich mit einem Sieg in Antwerpen, ein Turnier, das in diesem Jahr in der nächsten Woche stattfindet. Dieser Sieg, der ist ihr gar nicht so sehr in Erinnerung geblieben. Einstand. Ihr erstes Grand Slam-Spiel in Roland Garros, als sie in der ersten Runde in Davenport unterlegen war und beeindruckte in drei Sätzen. Unterbewusstsein den linken Fuß belasten. Schmerzen sicherlich vor allen Dingen beim Aufschlag. Und sie gibt auf. Sicherlich eine vernünftige, wenn auch bedauerliche Entscheidung von Justine Henin. Wir konnten es der Miene von Jennifer Capriati entnehmen. Auch sie nicht besonders glücklich über diesen Sieg, mit dem sie ins Finale einzieht. Auch ihr Vater Stefano hätte sich ein anderes, wenn auch ein Ende mit einem Sieg der Tochter natürlich erwünscht. Welch ein Jammer für Justine Henin. Und was hat sie für ein grandioses Spiel bis zu diesem Zeitpunkt geliefert. Justine Henin. Gute Besserung. Der hier einen überragenden und Erfolg gegen Venus Williams, die Nummer 2 der Weltrangliste, feiern konnte. Verlässt ungeschlagen den Platz, so möchte ich es mal formulieren. Und Jennifer Capriati auf nach Aufgabe. Und sie, Jennifer Capriati, steht im Finale von Berlin. Sie hätte es sich anders vorgestellt. Das hat sie, aber dafür kann sie nun auch nicht bei ihren insgesamt 6 Teilnahmen hier noch nie erreicht. Wie gesagt, German Open. Höchste Station war zweimal das Halbfinale, 91 und 92. Jennifer Capriati, die damit die Erfolgsstory dieses Jahres in fortsetzt. Kürze, meine Damen und Herren, dann nach dem Gewinn Halbfinale der Australian Martina Open und dem zweiten Amelie Turniersieg Morris in Charleston vor wenigen Wochen, als sie im Finale Martina Hingis bezwingen konnte. Und Martina Hingis, die Weltranglistenerste, könnte ja hier in Berlin morgen erneut die Endspielgegnerin der Amerikanerin sein. Der Platz wird vorbereitet für dieses zweite Halbfinale. Schauen wir uns nochmal eine Studie von
Jennifer Capriati an, die ja den ersten Satz dominierte mit diesem 6:2. Der zweite Satz dann mit 6:4 an ihre belgische Gegnerin, die dann beim Spielstand von 2:1 leider durch diese unschöne Verletzung zur Aufgabe gezwungen wurde. Jennifer Capriati, also im Endspiel. Und durch diese Szene wurde ihr der Weg eventuell zu diesem großen Erfolg verbaut und damit zu Norbert Wenn König. Sie mal zum Platz 6 herübersehen. Gleich geht's weiter mit dem Ladies German Open aus Berlin, präsentiert von ZDF und Eurocard. Ja, hier haben wir Jennifer. Zunächst Glückwunsch natürlich, dass Sie zum ersten Mal hier in Berlin das Finale erreicht haben. Aber es ist immer ein bisschen traurig, wenn es durch die Verletzung der Gegnerin kommt. Ja, nein, so gewinnt man nicht gerne. Das macht einen nicht froh. Das ist natürlich für Justine sehr unglücklich. Sie hat sehr gut gespielt und auch im dritten Satz war es noch sehr eng. Es war ein prima Match. Ich weiß, wie sie sich fühlt, denn auch ich hatte meine Verletzungen und habe mir auch schon einmal den Knöchel vertreten. Sie haben hier viele Dreisatz-Matches schon gespielt. Sind Sie jetzt vielleicht auch ein bisschen froh, dass es heute nicht noch mal ganz lange gegangen ist, vielleicht sogar bis in den Tiebreak? Nein, ich bin bereit, durch diese langen Matches zu gehen, auch wenn es jedes Mal über drei Sätze gehen müsste. Und ich bin jetzt natürlich auch froh, dass ich so viel trainieren konnte auf Sand und bin bereit für Roland Garros. Es wäre so oder so prima für mich gewesen. Der erste Satz ist für Sie auch fein gewesen, das muss man deutlich sagen. Da lief es wie gemalt, da waren Sie topfit. Ja, ich bin wirklich sehr stark gewesen am Anfang und auch im Hinblick auf das gestrige Spiel. Ich wollte so beginnen, ich wollte sie gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. Und ja, das passiert mir öfter. Dann hatte ich einen Durchhänger, ich hatte keine Konzentration mehr und ich ließ meine Gegnerin wieder ins Spiel kommen. Und daran muss ich noch arbeiten, aber das muss ich ihr auch zugute schreiben, denn sie hat sehr gut gespielt. Wir haben einen Ballwechsel aus dem ersten Satz, als alles super lief, da war auch alles drin. Nämlich guter Aufschlag, gute Vorbereitung, gute Länge in der Vorhand und einen super Rückhandcross dann zum Schluss. Also da muss man wirklich sagen, im Moment sind Sie in der Topform für das Spiel auf Sand. Ist das so? Sand, also mein Spiel, das ist eigentlich für alle Oberflächen, für alle Beläge geeignet. Und ich werde immer besser, je länger ich auf Sand spiele, ich passe mich einfach besser an und ich kann besser ausrechnen, was ich tun muss. Und es freut mich auch, ich mag es, auf Sand zu spielen jetzt. Und wir haben einen Ballwechsel, den könnte man die Überschrift geben, gib niemals auf. Erinnern Sie sich an den? Sehen wir jetzt. Ja, schauen wir mal. Oh ja, ich erinnere mich an den. Das war ein guter Punkt hier im Match. Im ersten Satz war das. Da haben Sie Ihre Leute. Dass ich den noch bekommen habe, aber ich bin wirklich unheimlich auf dem Platz rumgerannt. Da haben Sie Ihre läuferischen Qualitäten gezeigt und dass die Kondition hundertprozentig stimmt. Jetzt können wir ein bisschen Richtung Finale schauen. Schade, dass Justine jetzt vorzeitig aufgeben müsste, aber jetzt geht natürlich der Blick Richtung morgen. Sie haben in Charleston schon ein Finale gespielt und auch gewonnen. Und es könnte also zum dritten Mal heißen, ein Endspiel in diesem Jahr. Jennifer Capriati gegen Martina Hingis, zum zweiten Mal auf Sand. Normalerweise müssten Sie dem optimistisch und fröhlich entgegensehen. Ist das so? Ja, ich werde sehr zuversichtlich in dieses Spiel hineingehen, besonders jetzt, wo ich ja mehr Erfahrung habe, auch mit den Endspielen. Und da wächst das Selbstvertrauen natürlich mit meiner größeren Erfahrung. Vielleicht kann ich mich auch selber etwas mehr unter Druck setzen. Ich werde also da hineingehen, mein Spiel spielen und werde einfach genießen, überhaupt im Endspiel zu stehen. Warten wir mal ab, wer die Gegnerin sein wird. Die deutschen Fans wollen natürlich wissen, genießen Sie es auch in Berlin zu sein, hier in der Hauptstadt, an so einer wunderbaren Frühlingswoche?
Yeah, it's been really great. Ja, war wirklich toll hier. Das Wetter war wunderschön. Und das war wirklich die beste Zeit für das Turnier. Ich habe natürlich sehr viel gespielt und die Matches waren ja immer sehr lang. Und deswegen hatte ich nicht so sehr die Möglichkeit, irgendwas anderes zu tun. Aber das Wetter war gut und das ist schon mal gut. Die Fans freuen sich auf Sie und wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank, Jennifer, und viel Glück für morgen. Thank you. Thanks. Und wir machen weiter mit einem kurzen Hinweis auf das, was Sie heute noch später am Abend erwarten können im ZDF im Sport. Das ZDF Sportstudio mit der Meisterfrage. Schalke, Bayern oder doch ein ganz anderer? Fragen an zwei Meisterkandidaten. Michael Büskens Schalke und Thomas Linke Bayern. Heißt der nächste Absteiger Frankfurt oder gibt's wieder eine Rettung in letzter Sekunde? Der Endspurt in der Bundesliga um 22 Uhr im ZDF. Also, das war's dann mit dem ersten Halbfinale. Das zweite wird erst später beginnen, also nach Ende unserer Sendezeit. Deswegen hier nur der Hinweis, dass natürlich im ZDF-Sportstudio Sie auch darüber alles Wichtige erfahren werden. Also ist es denn wirklich Martina Hingis oder ist es vielleicht doch Amelie Mauresmo? Das müssen wir ja abwarten. Das war's von uns. Schönen Abend noch und wir verabschieden uns mit den Bildern des Tages von Marcel Bergmann. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie morgen wieder zuschauen um 15.10 Uhr. Tschüss. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, sexy, pretty little thing. This table bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. You in essence, some kind of hidden essence to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed it. My life shot wild, I was living like a wild child. Trapped on a short leash, paroled in police files. So yo, what's happening now? I see the sun breaking down into dark clouds, and a vision of you standing out in the crowd. So come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Hey sugar mama, come and dance with me. The smartest thing you ever did was take a chance with me. Whatever tickles your fancy, girls need Thank you.